kann mich noch gut erinnern, 2001 war unser Ursprung. Wir sind damals auf die Messe 2002 in Essen gegangen, Reifenmesse, also die weltgrößte Messe, quasi, die es in dieser Branche überhaupt gibt. Und wir haben mit unserer ersten Softwarelösung, die ein Reifenmanagement zur Flottenbetreuung von Nutzfahrzeugbetrieben, sage ich mal, entstanden ist, sehr großen Erfolg gehabt. Weil wir, das muss man einfach auch wissen, einer der wenigen unabhängigen Anbieter und das sogar europaweit sind. Deshalb ist es uns auch gelungen, vom kleinen Reifenhandel über Reifenhandelsketten bis hin zur Reifenindustrie oder zum Hersteller direkt quasi Kunden gewinnen zu können. Und dann natürlich auch in dem Endkundensegment, so nennen wir das, vom Busbetrieb, Verkehrsbetrieb über den Trailervermieter bis hin zur Spedition. All das konnten wir von Anfang an dann zu unseren Kunden zählen. Heute sind wir mit unserer Itaio Hotel Lösung auf dem Markt sehr stark vertreten. Wir sind nahezu in allen Bereichen, wo Kunden, sage ich mal, konfrontiert werden mit Räderwechseln. Das ist der Tenor. Wir sind in sehr zahlreichen BMW- und Mercedes-Autohäusern vertreten. Immer mehr gehen wir in die Mehrmarkenhändler. Und natürlich betreuen wir auch große Räderlogistiker oder vor allen Dingen auch immer mehr Reifenhandelsservicebetriebe. In 2014 waren wir auf der Suche nach einem Anbieter für eine Lösung, damit unsere Lagerorte und Inventuren digital eben dokumentiert werden könnten, dass diese ganze Zettelwirtschaft eben mal wegfällt. Und da sind wir auf die Firma eFleetCon gestoßen. Die Digitalisierung hat den großen Vorteil, dass menschliche Fehler ja ausgemerzt werden, dass der Zeitaufwand immens auch reduziert wird, ja auch am Ende des Tages die Kunden dann damit zufrieden sind, weil eben der Logistikprozess dadurch optimiert wurde. Die Firma eFleetCon findet im Gespräch schnell heraus, was wir brauchen, und sie bieten uns die Lösung an. Das war einfach total unkompliziert. Sie kamen her, sie haben sich von uns die Prozesse erklären lassen und haben dafür die Lösung angepasst, sodass wir im Unternehmen das schnell umsetzen konnten. eFleetCon hat man den elektronischen Profiltiefenmesser, der an drei Positionen am Reifen, Außenflanke, Lauffläche und Innenflanke angesetzt wird. Diese drei Messpunkte werden in das System übertragen und geben so ein genaueres Bild des Reifens ab, welches auch von der Zeitersparnis her viel schneller geht, da man aufsetzt und das System sofort erkennt, wie der Zustand des Reifens ist. Wir können dort mit einem chaotischen Lagersystem arbeiten. In der Räderlogistik klebt man einfach ein Etikett auf, man scannt es ab und man kann sich den Lagerplatz nach Belieben aussuchen. Und alles, was digitalisiert ist, was Papierkram ablöst, ist immer fördernd. Die Einfachheit auch für den Mitarbeiter draußen, er benötigt zwar eine Einschulung, aber die ist nicht sehr komplex und nicht sehr groß im Sinne von, sie ist sehr gut von eFleetCon selber gemacht, aber der Mitarbeiter hat die Chance, das relativ einfach zu verstehen. Und das ist für uns ein Riesenvorteil, weil man die Leute nicht wochenlang in eine Schulung schicken muss und sie so relativ einfach mit den Geräten arbeiten können. Ein großer Vorteil, denke ich mal, in unserer Firma ist, dass jeder Mitarbeiter eine Reifenschulung schon gemacht hat. Jeder vom IT-Chef angefangen, Vertriebler, jeder Supporter und auch ich logischerweise haben regelmäßig schon unter einem LKW gelegen und mit unserem Equipment, so wie wir es von unserem Anwender dann am Ende erwarten, einen Fleetcheck gemacht. Das Besondere an eFleetCon ist das Handling. Es bietet für uns eine Komplettlösung. Wir können Räder dokumentieren, wir können die Räder damit nachverfolgen. Wir wissen, wann welcher Radsatz an welcher Filiale war, wo der hingegangen ist, welchen Weg der gegangen ist. Für die Monteure ist es sehr einfach. Sie können Bilder von den Rädern aufnehmen, sowie von den Felgen. Wir können damit Schäden dokumentieren, was für den Kunden wieder eine gewisse Nachvollziehbarkeit bieten soll. Wir können Profiltiefen messen und daraufhin natürlich gezielt Marketing für unsere Kundschaft machen. Wir haben jetzt über eine Schnittstelle, die eFleetCon extra für uns auch gemacht hat, zu unserer App,
die Möglichkeit, dass der Kunde seine eingelagerten Räder, also letztendlich den Einlagerungsnachweis, den er sonst von uns ausgedruckt bekommen würde, den können wir ihm jetzt per E-Mail zuschicken. Aber über die Schnittstelle kann sich der Kunde die auch in der Stadag-App angucken. Und das ist halt für die Kunden schon ein echter Mehrwert. Es ist eine absolute Professionalisierung. Wir haben da die Möglichkeit, die Fehlerquellen deutlich zu reduzieren, aber gewinnen dazu noch an Geschwindigkeit. Und mit der heutigen Zeit ist es sehr wichtig, dass man mit der Zeit geht. Und eFleetCom ist da sicher der richtige Partner, um Herausforderungen, die in Zukunft auf uns zukommen, gewappnet zu sein. Bei der eFleetCon steht der Support-Gedanke an erster Stelle. Wir sind hier im Bereich sehr engagiert, haben 4 Mitarbeiter, die jedes Problem mit dem Kunden sehr schnell angehen und auch lösen. Unterm Strich muss ich sagen, eine sehr gute Kooperation, die jeden Tag Freude macht. Aus meiner Sicht kann man eFleetCon uneingeschränkt jedem weiterempfehlen, der sich mit dem Thema Digitalisierung des Reifprozesses beschäftigt. Das muss nicht das Autohaus sein, das kann auch der Reifenhändler vor Ort sein oder Reifenhandelsgruppen. Da gibt es immer eine Lösung, wo eFleetCon helfen kann.